Herzlich willkommen zur archäologischen Luftbildschau 2021. Mein Name ist Heinz-Dieter Frese, ich bin Schriftführer im Vorstand des Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen und ansonsten koordiniere ich die ehrenamtliche Luftbildarchäologie ein bisschen in Niedersachsen, wo jeder, der will, mitarbeiten kann, auch in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover. Und es geht schon gleich los. Sie sehen den Flugplatz, von dem wir normalerweise starten, in Holzbalge. Und dieser Flugplatz liegt nordwestlich von Nienburg an der Weser. Sehen wir einen Blick aus dem Cockpit rüber von Neustadt am Rübenberge über das Steinhuder Meer. Und in der Ferne sieht man sogar das Kraftwerk in Petershagen, also Richtung Minden. Einer der Flüge des letzten Jahres führte hier vorbei. Und hier sehen wir unsere Flüge als gelbe Linien. Sie sehen, unser Luftbildgebiet liegt zwischen Bremen im Norden und dann unten rechts Hannover und unten links Minden. Und die gelben Linien bezeichnen unsere Rundflüge. Wir konnten in diesem letzten Jahr erst relativ spät starten, weil es lange Zeit sehr feucht war. Sollte man gar nicht denken angesichts der Trockenheit nachher. Aber das Frühjahr war wieder sehr feucht. Und deswegen konnten wir erst am 25. Juni zum ersten Mal starten, zu unserem ersten Flug. Da gab es ein paar sehr heiße Tage. Und das war auch der einzige Tag, wo blauer Himmel abends war und Sonne. Alle anderen Tage waren dann alle anderen Flüge durch Wolken behindert. Und hier sehen wir das mal, so ein Wolkenbild. Da sieht man gleich eben, was das ausmacht fürs Fotografieren. Wir fotografieren ja mit der Kamera aus dem geöffneten Fenster. Und hier sehen wir im Vordergrund die riesige Wolke und es gibt keine Kontraste. Also wir brauchen unbedingt eigentlich Sonne. Kommen wir jetzt mal zu den Dingen, auf die Sie schon warten, nämlich auf unsere archäologischen oder anderen Funde. Und die habe ich heute mal unterteilt in Siedlungen, Friedhöfe und Militär. Und wir fangen mal an beim Militär. Und wir sehen hier jetzt eine Eisenbahnbrücke über die Weser. Dahinter ein Feld, was zum Teil schon trocken gefallen ist und gelbe Flächen aufweist. Und es hat auffällige grüne, dicke Punkte. Und das sind alles Bombeneinschläge. Eigentlich ein typisches Bild, was auch die Funktionsweise zeigt der Luftbildarchäologie. Hier ist mal eine Bombe eingeschlagen. Es entstand ein großer Erdtrichter und der hat sich dann gefüllt mit besserer Erde von oben. Erde, die mehr Feuchtigkeit speichert und auch mehr Nährstoffe hat. Und in einem trockenen Sommer findet das Getreide da dann noch mehr zum Leben. Das heißt, in einem Feld, was sonst schon abtrocknet und gelb ist, ist an den Stellen, wo die Bombe gefallen ist, noch ein grüner, dicker Fleck. Das gilt für jedes Loch, was man so früher ausgehoben hat. Andere Erde ist da drin und die ist dann einfach besser. Also, hier sehen wir einen Bombenhagel. Man hat versucht, eben die Eisenbahnbrücke zu zerstören. Das nächste Bild zeigt einen Acker gleich nördlich unseres Flugplatzes. Und auch da sehen wir solche Kringel in einem gelben Feld. Diesmal ist es sozusagen der Auswurf der Bombe. Die Bombe haut rein, wirft schlechten Boden nach oben und es entsteht ein Kringel, wo das Getreide schlechter wächst. Was gibt es eigentlich noch außer Bomben unter Militär zu sehen? Zum Beispiel Burgen haben wir jetzt heute nicht mit hier im Vortrag. Aber wir suchen ja auch immer so nach Lagern, wo jedenfalls dann die Idee aufkommt, könnte da nicht mal irgendeine militärische Abteilung gelagert haben. Und so einen Fall haben wir hier. Ich habe den einmal markiert mit roten Pfeilen. Aber man sieht auch so eigentlich sehr schön deutlich, dass da so ein Rechteck ist mit einem Graben. Also das dunkle, die dunkle grüne Linie markiert einen rechteckigen Graben
unter dem Getreidefeld. Ja, ist das vielleicht ein Lager gewesen? Man kann dann gucken, erstmal in den Kartenunterlagen, die wir so haben, zum Beispiel normale Messtischkarten oder auch dann von früher die Karten Kurhannoversche Landesaufnahme oder preußische Karte so um 1900. Und was sehen wir, wenn wir die Karte dann aufrufen? Wir sehen, es ist ein alter Ackerrand. Ganz deutlich, da ist die Markierung für diesen ehemaligen Graben, genau wie im Luftbild, also nichts militärisches Lager. Und auch beim nächsten Pfeil jetzt hier sehen wir, habe ich auch wieder mit roten Pfeilen angedeutet, sehen wir was, was einem Römerlager ähnelt. Römerlager, das sind diese Dinger, die immer eine Spielkartenform haben. Eigentlich, das gehört sich so, immer dasselbe Schema, eine Spielkartenform mit abgerundeten Ecken und kleinen Durchlässen. Die Spielkartenform ist hier sehr schön auf diesem Acker. Aber Durchlässe sehe ich nicht und so richtig abgerundet sind die Ecken auch nicht. Und als wir ein bisschen weiter geflogen sind, da sehen wir, nebenbei läuft auch noch eine ganz gerade Linie entlang. Das Ganze ist neuzeitlich. Diese Linie läuft genau auf eine Erdöl- oder Erdgasstation zu. Also eine neuzeitliche Struktur, kein Römerlager, auch wenn wir es am Anfang gedacht hatten, gehofft hatten. Hätte gut gepasst auf einer Linie zwischen Nienburg und Diepold. Ich mache jetzt mal weiter mit dem Thema Friedhöfe. Und zwar haben wir hier einen seltsamen Befund. Er liegt direkt neben einem neuzeitlichen Friedhof, Schinna, unten nördlich von Stolzenau. Der Friedhof, den sehen wir im Oberteil. Und darunter im Getreidefeld merkwürdige Punkte, die auch auf einer Linie sind. Ich habe dann natürlich gefragt bei der Kirchengemeinde, war der Friedhof früher größer? Nein. Ist Ihnen irgendwas bekannt darüber, dass da mal Leute beerdigt wurden? Nein. Weiter links auf diesem Getreidefeld hat man mal sächsische Gräber ausgehoben, aber dieses sieht irgendwie nicht sehr alt aus. Trotzdem halte ich das für Reihengräber. Von wem? Vielleicht Zweiter Weltkrieg, gefallene Soldaten oder Zwangsarbeiter? Kann man nur irgendwann mal bei einem Baugebiet, wenn da gebaut werden soll, nachforschen und dann nachgucken. Kommt erstmal ins Archiv. Reihengräber. Dann haben wir als nächstes einen sehr schönen Befund, hier einen ehemaligen Grabhügel. Wir sehen im Getreide einen erhöhten Ring. Erhöht deswegen, weil um den Grabhügel war ein Graben ausgehoben. Man hat die Erde nach innen geworfen und dann bleibt nachher wieder mehr schöner Boden, wo das Getreide besser drauf wächst. Damit man es besser sieht, habe ich das jetzt mal hier etwas kontrastiert. Und wir sehen auch viele kleine Punkte. Was ist das denn? Ich denke, das sind sozusagen Nährstoffzellen, wo man beim Ackern Unkräuter oder andere Dinge haben sich da zusammengeschoben und haben deswegen für das Getreide mehr Nährstoffe. Archäologisch ist das nicht. Aber wenn Sie jetzt noch mal genau hinsehen, dann sehen Sie um den eigentlichen Grabhügelring noch so etwas wie so ein Hirtenstab, so ein Bischofsstab. Das habe ich jetzt noch mal hier nachgefärbt. Irre. Eigentlich kann das nur mit dem Grabhügel zu tun haben. Und der Stab würde in die Richtung gehen von einem Grabhügelfeld, was ein paar hundert Meter entfernt liegt. Dann könnte es sein, dass es sich um irgendwie ein eisenzeitliches Gräberfeld handelt. Kann man so nicht sagen, ohne weitere Nachgrabung. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Befund. Grabhügel mit einer Art Kursus drum.
Und wir kommen zu einer Geländekuppe in einem Getreidefeld. Das sieht man dadurch, weil es hier das Getreide schon ganz schwarz ist, richtig früh schon trocken gefallen. Und nun ist es rundherum noch ein bisschen zart grün und auf der Kuppe schwarz. Und da drin viele kleine weiße Löcher. Die können im Prinzip nur menschlich sein. Das kann nicht angehen. Gerade diese Konzentration auf der linken Seite, das halte ich für kleine Gruben. Aber für Hausgruben, für Pfostenlöcher, auch sehr merkwürdig. Also meine Hoffnung ist, dass es sich um Urnen handelt. Ein Urnenfeld. Hoffnung deswegen, weil das mal ganz was Seltenes ist in der Luftbildarchäologie, dass wir mal sagen können, guck mal, das sind Urnen, die sich da abheben. Normalerweise sind Urnenlöcher einfach zu klein, als dass es ein deutliches Bild gibt. Als nächstes sehen wir etwas, was mal nicht ich entdeckt habe, sondern der Pilot Rolf Meinking, der sagte, hä, guck mal da unten, dieses Weiße, ist das was? Und tatsächlich, wir sehen jetzt in diesem Getreidefeld, sehen wir Kringel, weiße Kringel, aber auch ein Oval. Und dieses Oval, das kann auf keinen Fall geologisch sein. Diese Kringel, die könnte man auch wieder eben unter Bombentrichter bewerten oder wenn es sich um eine Wiese handeln würde, würde man vielleicht an Pilze denken. Aber dieses Oval, das kann nichts anderes sein, als irgendwie auch im Zusammenhang mit Grabanlagen entstanden. Zumal, wenn man genauer hinguckt, auch wieder man eine Verlängerung sieht. Also ein kleines Objekt noch daneben. Ich mache das mal deutlicher. Jetzt sehen wir das. Jetzt sehen wir die Kringel und auch die ovalen Strukturen. Wenn man jetzt dort stehen würde, würde man in der Ferne das große Pestrupper Gräberfeld aus der vorrömischen Eisenzeit sehen. Und ich vermute auch hier eben eine zeitliche Einstufung dorthin. Ich habe noch einen schönen Ring hier von einem Grabhügel unten im Südkreis, der sich auf einer langgestreckten Bodenkuppe, die auch schon abgetrocknet ist, sehr schön abhebt. Es könnte vielleicht auch was anderes sein, aber mir fällt nichts ein. Ich habe hier noch mal einen vergleichbaren Kreis in einem Erbsenfeld an der Leine, auch 30 Meter Durchmesser, wo wir auch nicht wissen, um was es sich handelt, wenn es kein Grabhügel wäre. Und ein Grabhügel kommt noch, nämlich hier im Kreis Diepholz, ein Objekt, wo wir auch gerade dran forschen und auch in diesem Jahr 2021 noch weiter forschen wollen. Wir sehen etwas ganz Seltenes, einen doppelten Kreisgraben um einen Grabhügel rum. Und im letzten Jahr ist dazugekommen, noch etwa 100 Meter entfernt, noch ein weiterer Kreisgraben. Wahrscheinlich auch ein Grab. Und daneben links, habe ich mal hier markiert, auch noch auffällige Strukturen. Ob das auch Grabanlagen sind, kann ich nicht sagen. All das wollen wir auch noch weiter erforschen in Eidelstedt im Landkreis Diepholz. Jetzt kommen wir zu dem Bereich Siedlung. Das ist ein riesiger Bereich mit ganz verschiedenen Schattierungen. Hier sehen wir erst mal etwas Frustrierendes für Luftbildarchäologen, nämlich ein Feld bei Westen im Landkreis Verden, wo man ganz viele Ackerränder sieht. Man denkt erstmal, oh, da ist aber viel zu sehen. Grüne Kringel und ovale Strukturen und Punkte und Durchlässe. Aber in Wahrheit bringt das nichts. Das ist einfach nur das Feldsystem, bevor man verkoppelt hat. In diesem Jahrhundert taucht das auf, die ehemaligen Ackerränder. So schön es auch aussieht, archäologisch ist da nicht viel zu sehen. Dann haben wir kontrolliert als zweites auch ein Feldsystem bei Anne Molter im Landkreis Nienburg, wo auf einem älteren Foto von 1992 sowas wie ein Graben mit Durchlässen zu sehen war. Die Hoffnung, das könnte ein neolithisches, jungsteinzeitliches Erdwerk sein. Aber hier auf diesem Bild
wäre das in dem gelben Getreidebereich. Und wir sehen anschließend nach links oder rechts irgendwie nicht unbedingt viel, was auf ein Erdwerk hindeutet. Auf jeden Fall wollten wir das gerne dieses Jahr kontrollieren. Oder hier, auch auf den ersten Blick interessant, unter den heutigen Äckern sehen wir den ehemaligen Weg, vielleicht aus dem 17. Jahrhundert oder 18. und davon abgehend die ehemaligen Felder, Ränder. Und dieses, fand ich interessant, liegt direkt an der Weserniederung bei Marklohe und in einem wunderschönen goldgelben Getreidefeld spätabends zeichnen sich da auch Linien drin ab, wo ich mich auch erst fragte, könnten das ehemalige Ränder sein von einem Lager. Aber auch das sind meines Erachtens nur Ackerränder. Jetzt kommen wir mal zu Dingen, die ganz eindeutig sind. Nämlich als erstes sehen wir jetzt hier einen Ort, wo sich seit Jahrtausenden etwas ereignet hat. Wir sehen unsere Fundstelle in Müßlering, Landkreis Nienburg. Und zwar ist auf diesem Acker einmal ein Erdwerk aus der Jungsteinzeit, was man hier noch so als Halbbogen sieht. Der Halbbogen, zwei Grabenlinien, riegeln sozusagen eine Geländekuppe ab, die in die Weserniederung hereinreicht. Und außerdem sehen wir noch viele Flecken in diesem Feld. Das sind viel später entstandene Grubenhäuser, so um das Jahr 800, 900, 1000 nach Christus. Also da liegen 3000 Jahre zwischen den Dingen, die wir auf diesem Feld sehen. Aber immer waren Menschen hier und haben hier etwas getan. Und auf dem dritten Foto davon sehen wir noch was ganz Besonderes, was mich erfreut hat. Nämlich, wir sehen im Außengraben einen kleinen schwarzen Trennstrich. Und das ist eine Grabung, die unser Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen im Jahre 2009 gemacht hat. Und wenn man jetzt mal eben auch vergleicht in Hinsicht auf die Gesamtgröße, dann sieht man, das kann man wirklich als minimalinvasiv bezeichnen. Unseren kleinen Graben da in dem großen Erdwerksgraben. Und es ist viel dabei herausgekommen und hat auch vielen Spaß gebracht damals. Hier sehen wir einen anderen Ort, wo immer was los war. Ein mittelalterliches Dörfchen, was heute unter Getreide liegt. Und wir sehen jetzt die Kirche als Umriss im Getreide. In der Mitte ein richtiges Quadrat, wo der Gemeinderaum war, wo man gestanden hat. Und nach vorne oder nach unten hin hier sehen wir den Altarraum und nach oben hin richtig die Fundamente eines westlichen Turms. Die Ortschaft Bredeling liegt größtenteils auf westfälischem Gebiet heute. Ein kleiner Teil aber gehört noch zu Niedersachsen, also genau an der Grenze. Ich komme zu landwirtschaftlichen Dingen. Auch das ein Ort, den wir schon lange kennen. Das ist bei Rodewald. Eine Anlage, die wahrscheinlich ursprünglich der Bienenhaltung gedient hat, ein Immenzaun. Dort sehen wir einmal eine Markierung mit A. Das war ein früher Bienenzaun, der einfach einen runden Graben hatte, in den man die Bienenkörbe aufgestellt hat. Und die spätere Form ist dann quadratisch, dort bei B, ein Quadratgraben, wo auch ein Bauwerk drin stand dann, so Holzbretter mit den Bienenkörben, ein Bienenzaun, wie man den nennt. Und später gab es eine große Erweiterung, sieht man rundherum. Ich vermute, es war dann eine Schafhaltung dort installiert. Schafhaltung und Imkerei gingen immer Hand in Hand. Warum? Weil zum Beispiel Schafe zwischen dem Heidekraut die Spinnen wegtreten, sodass eben Bienen da nicht zu Schaden kommen. Dieses Objekt haben wir angeflogen in dem letzten Jahr, weil dort die Nord-Süd-Trasse der neu geplanten Stromleitung verlegt werden soll, die Südlink-Trasse.
in der Hoffnung, dass wir vielleicht dann aus der Luft besonders schöne Dinge da finden, die auch noch gerettet werden könnten vorher durch eine Ausgrabung. Aber es hat sich wieder gezeigt, die Luftbildarchäologie ist da nicht ein Garant, dass man dort etwas findet. Anderswo vielleicht ist ein wunderbarer Fund, aber nicht unbedingt dort, wo man gerade langfliegt. Wir sind trotzdem dann lang geflogen, diese Südlink-Trasse Richtung Hannover, und haben auch noch so einen Bienenzaun gefunden hier bei Bordenau in der Gemarkung. Auch da sehen wir wieder dieses rechteckige Grabenteil mit einem äußeren Hof drumherum. Und hier nochmal das Gleiche in Grün, richtig sprichwörtlich bei Westen. Wir sehen den großen Ringgraben rundherum, 80 Meter wahrscheinlich. Und in der Mitte den kleinen Quadratgraben für die Aufbauten von dem Bienenstand. Heute dient es für die Milchviehwirtschaft. Da sehen wir so einen Milchviehständer, wo die Kühe gemolken werden. Und die Kühe selbst sehen wir auch. Auch daneben noch eine alte Ackereinteilung. Und was haben wir hier? Hier haben wir bei Eitzendorf etwas Auffälliges. Da sehen wir im hellgrünen Getreidefeld einen halbkreisförmigen großen Graben, circa Durchmesser 140 Meter, der auch mindestens an einer Stelle, wahrscheinlich aber an drei Stellen, auch Durchlässe zu haben scheint. Und da denken wir natürlich auch gleich wieder an Jungsteinzeit. Trotzdem, eigentlich ist das Objekt zu klein vom Umfang her, und diese Durchlässe, diese Tore, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das wirklich menschlich ist oder später erst durch den Ackerbau zufällig entstanden. Müsste man auch noch mal weiter verfolgen vor Ort. Und auf dem 41er-Foto, da ist etwas, was ganz typisch ist, auch bei der Suche vom Flugzeug, dass auf Feldern überall so Punkte sind. Manchmal denke ich, das könnten solche Löcher sein, wo man Eichen rausgeholt hat früher, also Baumwurzellöcher. Rechts, wo ich jetzt eingekringelt habe, rot, sind die allerdings so konzentriert und auch so groß, dass ich da wieder eher an kleine Hausgrundrisse aus der Sachsenzeit denke. Hier wird es ganz schwierig. Oben bei Wildeshausen so ein Feld mit vielen hellen Punkten auf einer Geländekuppe. Eigentlich was immer wieder vorkommt, ganz, ganz oft, und wo wir uns fragen, ist das jetzt menschlich oder ist es geologisch? Auf jeden Fall haben wir es erstmal gespeichert. Auf dem nächsten Foto aus dem Südkreis Nienburg ist immerhin zusätzlich zu diesen hellen Flecken, sieht man noch zwei Grabenverläufe, aber rechts unten auch so eine Punktreihe. Also ich vermute schon, dass das eben Siedlungsaktivitäten indiziert hier. Und jetzt wird es sogar ganz deutlich, hier wieder die Weserniederung hinter Nienburg. Da fällt so das Gelände zur Niederung ab, die immer überflutet war. Und wir sehen, dass die ganze Kante voll ist mit diesen sogenannten Grubenhäusern, die es so ab der römischen Kaiserzeit gab bis in die Sachsenzeit rein, wo man das Haus halb so ein bisschen in den Boden vertieft hat. Das gab eben zusätzliche Dämmung gegen Hitze im Sommer und Kälte im Winter. Da wurden Webstühle drin unterhalten. Hier sehen wir die typischen rechteckigen Flecken im Getreide. Und davon gibt es noch mehr jetzt gleich zu sehen. Hier zum Beispiel bei Reese im Landkreis Nienburg. 20 Grubenhäuser sind da neu entdeckt am Ufer der Großen Aue. Und hier ein ganzes Feld nochmal in Richtung Müßlering, zwischen Stolzenau und Müßlering. Im Vordergrund die typischen Grubenhäuser sehen wir hier auf Foto 46. Und im Hintergrund viele Punkte, die auch Pfostenlöcher sein können. Was mir nicht so klar ist, sind diese rot eingekringelten großen Strukturen. Das sind auf jeden Fall menschliche Eingrabungen, aber wie alt und ob die zeitgleich sind, das kann ich nicht sagen. Müsste mal gucken. Und jetzt komme ich zum Abschluss
dieses Vortrags mit unserem absoluten Highlight, nämlich in der Nähe unseres altsächsischen Friedhofes in Liebenau haben wir beim Vorbeifliegen plötzlich etwas Langes, Rechteckiges gesehen. Und es war eigentlich gleich klar, das ist ein Langhaus, das sich hier abzeichnet im Getreide. Hier ist es eine Aufnahme aus dem Flugzeug. Und wir sehen da schon, dieses Haus hat wahrscheinlich mehrere Unterteilungen gehabt. Ich bin dann ein paar Tage später mit Bernd Kunze, einem Hausforscher aus Martfeld, bin ich noch mal dorthin gefahren. Er hat eine Drohne und wir haben abends um 21 Uhr bei bestem Licht noch mal Fotos gemacht. Wir sehen, in dem Fall ist eine Drohne dem Flugzeug bei weitem überlegen. Wunderbar ist hier eben durch die schräge Abendsonne das aufstehende Getreide hell gefärbt und wir sehen deutlich die Einteilung dieses Hauses, was 27 Meter Länge und 6 Meter Breite hatte. Und im oberen Teil haben wahrscheinlich die Menschen gelebt und im unteren Teil das Vieh. Oberer Teil Menschen, unterer langer Teil Stall. Warum hat man das gemacht? Warum war das so eine beliebte Wohnform über alle Jahrtausende? Nun, weil man zum Beispiel im Winter, wie auch jetzt, frühe Dunkelheit hat. Und dann konnte man immer noch bei Licht einfach dahin gehen und gucken, wie es dem Vieh geht. Das war auch dann geschützt vor Wölfen und anderen Unwesen. Also manche sagen ja auch, das brachte Wärme, das ist aber nicht unbedingt nachgewiesen. Auf jeden Fall, das beliebte Wohnstallhaus gab es über alle Jahrhunderte. Und zum Schluss habe ich noch einen Hausbesuch gemacht. Hier sehen Sie mich, wie ich da mitten in dem Getreide, mitten in dem Haus stehe. Eigentlich bin ich noch mitten noch im Wohnteil, aber rechts von mir ist dann das Vieh gestanden. Und das alles als Gespenst im Getreide. Wenn man sowas findet, das ist so die Krönung der Luftbildarchäologie, dass man sich sagt, boah, jetzt stehe ich hier in einem Haus, was vielleicht vor 1200 Jahren gebaut worden ist. Und ja, kann mir vorstellen, hier haben Menschen gewohnt und da das Vieh. Also das macht mir große Freude und Ihnen vielleicht auch, die Sie das jetzt gesehen haben. Und hier sehen wir mich noch mal mit dem Piloten, der dreimal mit mir geflogen ist, Rolf Meinking. Einmal bin ich auch mit Jens Schaper geflogen in diesem Jahr. Und ja, wir freuen uns auf den nächsten Sommer, wenn das Getreide, was man hier sieht, wieder in voller Schönheit steht. Und dann hoffen wir wieder, dass einige Wochen Trockenheit ist. Nicht zu viel, aber ein paar Wochen brauchen wir. Und wir im Juni dann wieder losfliegen können. Und Sie können vielleicht mitmachen. Wir haben ja in unserem Verein Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen haben wir mehrere Piloten, die eben Spaß dran haben zu fliegen. Aber wo sie auch wohnen in Niedersachsen, ob nun in Meppen oder Lüneburg oder Stade oder Hildesheim, gehen Sie doch, wenn Sie Lust haben, selbst mal sowas auszuprobieren. Im Sommer, im Juni, wenn auf den Feldern langsam so von grün auf gelb die Farbe geht, gehen Sie hin und fliegen eine halbe Stunde mit. Das kostet vielleicht 80 Euro. Aber das ist durch nichts zu ersetzen, nicht durch Google Earth und durch kein anderes Bildprogramm. Wenn man selber guckt und dann Klappe aufmachen und rausfotografieren, kein besonderer Fotoapparat, einfach draufhalten und gucken. Und wenn Sie eine Drohne haben und wissen, in dem und dem Gebiet, da könnte was sein, dann lohnt das auf jeden Fall. Mit dem Flugzeug, das tut nur Not, wenn man 80, 100 Kilometer fliegt. Aber mit der Drohne kann man an schönen Abenden zielgerichtet so rund um sein Dorf oder rund um seine Stadt mal gucken. Und dann die Fotos zu mir schicken unter fan@nds.de an Heinz-Dieter Frese und ich antworte sofort und sage Ihnen, ob das was ist. Und hier als allerletztes Bild nun noch ein Blick von Stadthagen rüber über die beeindruckende Kette des Wiehengebirges Richtung
Minden, Osnabrück. Da sind mal die Römer langmarschiert Richtung Kalkriese, kann man sich gut vorstellen. Es ist wunderbar abends im Sommer. Versuchen Sie es selbst. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht hören wir mal voneinander.